Yo Freunde, bevor das Video anfängt, checkt uns auf Twitch ab, Black Bros Gaming, erster Link in der Beschreibung. Wir streamen jeden Tag, wirklich jeden Tag um 18 Uhr auf Twitch. Kommt auf jeden Fall rein, checkt das ab, zu wild Jungs. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns auf Twitch um 18 Uhr, haut rein, peace. Nette Dame auf Instagram an, auf ganz entspannten Hasen, schlag die Namen vor. Schreib alle an, Kappa. Jungs, ich sag euch, was gibt ihr mir, wenn ich die Frauen anschreibe? Mindestens sechsstelliger Betrag wäre nice. Real talk. Alles andere ist respektlos und gottlos. Was ist das denn? Miami. Sieht sympathisch aber aus, ja? Ja. Die hat auf jeden Fall schöne Haare. Die hat wirklich sehr schöne Haare. Real talk. Die Haare sind echt sehr schön. Von der 1 bis 10 ist sie eine starke 7 auf jeden Fall. Süß. Die ist süß. Stacy Baby, ich kenne die doch. Stacy Baby kenne ich doch. Stacy Baby, ja doch, die ist schon, die ist schon wild, Digga. Die ist schon wild, Bro. Die ist schon sehr wild, Digga, ehrlich. Also, Digga, die ist auf jeden Fall, Junge, ich sag ehrlich, Junge. Kann man auch eigentlich folgen, der netten Dame, ne? Ehrlich, also, die macht sehr sympathische Bilder. Ich sag euch, Stabilität, starke 9. Wer ist Selina? Wer ist Selina SMD? Wer ist das denn? Oh, scheiße. Das war tot Dreck. Ah, Digga, chill doch mal, Bro. Wir meinen bekannte Instagram-Frauen, Digga. Bekannt! 40k aufwärts, bitte. Paola Sky, wer ist das denn? Ist ihr Vater vielleicht der Sky-Gründer, Kappa? Oder ist es sie? Ist das sie? Bro! Chill! Ja, das war sie. Oha! Mashallah, Bruder. Sympathisch, sag ich dir ehrlich. Bro, das ist zu wild. Ich sag dir ehrlich, zu wild. Bro, ich kann da nicht. Digga, da muss ich Stream beenden bei sowas, Bro. Ja, oha, die hat schöne Augen auf jeden Fall. Sieht nicht schlecht aus auf jeden Fall. Aber die ist jetzt nicht so mein Ding, Bro, sag ich dir ehrlich. Sieht nett aus, sympathisch, süß. Stacy, Digga, ich muss sie anschreiben eigentlich, ehrlich. Jungs, ich schreib sie an, mir egal, Digga. Oh shit, ihr hättet meine anderen Nachrichten auch gesehen. Huch, das war ein knappes Ding. Da bin ich doch gut entkommen, ne? Da bin ich gut entkommen, Digga. Nicoletta Scher kenne ich. Nicoletta Scher, Digga, die ist nice. Boah, Junge, Digga, warum posten die solche Bilder, Alter? Hey, Bruder, ich kann nicht weg. Digga, ich komm hier nicht weg, Jungs, ey. Ich glaube sowas, Jungs. Bitte schickt mir nicht nur solche Profile, wo nur solche Bilder drin sind. Das ist zu viel. India Love, India Love. Boah, die liebe ich. Ich liebe India Love. India Love ist sehr sympathisch, Retalk. Ist echt eine nette Dame, ja. India Love. Uff. Gänsehaut, wenn ich die sehe. Aber warum chillt die mit so einem, Digga? Warum chillt die nicht mit mir? Was habe ich denn wieder falsch gemacht, Alter? Warum chillt die mit so einem nicht mit mir, Digga? Ich bin doch viel cooler. Daran merkt man schon wieder, das Leben ist kein Wunschkonzert, Real Talk, Digga. So, wer ist das denn? Oh, 5,6 Millionen, kenne ich gar nicht. Oh, die sieht nett aus, Alter. Ja, okay, die ist jetzt auch nicht so krass, Bro. Die ist sympathisch, sympathische Dame. Man kann sich auf jeden Fall unterhalten. Oh, ne, obwohl doch nicht so mein Ding, Bruder, ich sag dir ehrlich. Ich bin da raus. Zu dünn. Bin auch ein bisschen breiter, Digga. Also brauche ich eine Frau, die Kurve hat. Wisst ihr, was ich meine? Bisschen mehr Oberweite, bisschen mehr Popo. Ihr wisst doch, Jungs. So, Francesca Farago. Gucken wir mal rein, Digga. Wer ist das denn? Oh, die ist auch voll. Jungs, die sind voll dünn, die Frauen, ne? Die sind ein bisschen zu skinny, ich sag euch ehrlich. Die sind zu skinny, Digga, ehrlich. Bro, die ist mein Arm, Bro, for real. Die ist so breit wie mein Arm hier, ne? Real talk. Wer ist das denn? Diese Nicole kenne ich, Bro. Ich kenne diese Nicole doch. Die haben wir letztes Mal auch angeguckt, Bro. Die hat einen guten Po, aber. Ja, die hat auf jeden Fall einen guten Po, ehrlich. Sympathisch auf jeden Fall, ja. Die ist wild, Digga. Ich sehe die immer TikTok, ohne Scheiß. Immer, jedes Mal wird die mir vorgeschlagen. Jedes Mal. Die hat mein Leben auseinandergenommen. Ich glaube, ich kenne die schon in- und auswendig. So ein Ding ist das. Ist das? Was? Das war's für Michelle. Bro, das ist Michelle sein Type. Das ist Michelle sein Type. Asian, bisschen skinny, so voll dünn. Bro, ich bin da. Ey, Jungs. Ich glaube, ihr versteht mich nicht, oder? Spreche ich Chinesisch? Ich mag so richtig asiatische Frauen, richtig krass. Die ist zu dünn, Jungs. Ich sage euch ehrlich, die ist zu dünn. Digga, oh mein Gott. Bro, das geht nicht. Die ist so dünn wie mein Finger, Bro. For real. Addison Rae kennt man doch, Bro. Addison Rae, komm, wir gucken mal jetzt einmal. Komm, Addison Rae, ihr habt mein Leben zerstört jetzt, Digga, mit Addison Rae. Ihr habt mein Leben zerstört. Addison Rae ist doch hübsch. Ich sehe die auch immer TikTok, Digga. Die ist hübsch. Aber, ja. Aber die ist auch voll dünn irgendwie, oder?
Warum sind alle Frauen so dünn? Einfach Ständer bekommen, wo sie getwerkt hat. Bruder, chill doch mal. Wenn du willst, ich kann auch twerken. Soll ich mal twerken einmal, Jungs? Alte Jelly twerken so. Guck mal, was für perverse Schweine, Alter. Schreiben die alle 1, 1, 1. Was seid ihr für... Guck mal, was seid ihr für... Ihr seid so eklige Wichser. Oh mein Gott, ihr wolltet mich wirklich klein. Voll die ekligen, Digga. Ihr seid richtig pervers und eklig, ne? Bald hole ich aber eine Frau ins Stream, die kann twerken. Und die wird twerken, Kappa. Oh, Mia Khalifa ist schon lange nicht mehr geil. Real Dog, die ist auch voll dünn und so und voll abgemagert. Und, Digga, bin ich raus, Bro. Ich bin da raus, Digga. Real Dog. Reicht, Jungs, ehrlich. Wir haben mal genug Frauen angeguckt, ja. Gab die ein oder andere nette, ein oder andere sympathische. Ich schwöre, 90% der Frauen waren einfach viel zu dünn. Real Talk. Viel zu dünn, Alter.